Moin zusammen. Ich bin heute im Landkreis Cuxhaven und treffe mich mit Hanna Böhm vom Alteric. Sie erklärt mir alles über Windenergie und welche Rolle Wind bei der Energiewende spielt. Ich bin Paul, euer Energiesmartgeber, und los geht's. Wind ist ein super Energielieferant, insbesondere bei uns im hohen Norden. Baut man die Anlagen nur auf dem Land und nicht auf dem Meer, reden wir von Onshore-Anlagen. Wind ist dazu noch ziemlich günstig und die perfekte Ergänzung zu Solar, denn er weht auch nach. Aber wer das viel besser als ich weiß, ist Hanna. Hi Hanna. Moin Paul, schön, dass du da bist. Danke für die Einladung. Wind ist ein super wichtiger Teil der Energiewende in Deutschland. Wie viel Windenergie produzieren wir denn aktuell? Ganz genau, Paul. Wind ist wirklich ein essentieller Schlüssel für eine klimaneutrale Zukunft. Mit moderner Technik können wir zuverlässig Energie produzieren. Und zwar nicht nur an den Küsten, sondern auch an schwächeren Windstandorten. Im Jahr 2022 haben die rund 29.000 Windenergieanlagen in Deutschland etwa 22% des Gesamtstroms produziert. Das sind etwa 127 Terawattstunden. Eine riesige Menge. Vergleichbar etwa mit dem Strombedarf aller deutschen Haushalte im Jahr 2021. Für unser Ziel 100% erneuerbare und eine sichere Versorgung von allen Haushalten, Industrie und Handwerk sowie immer mehr Elektromobilität benötigen wir noch eine ganze Schippe mehr von grüner Energieerzeugung. Und hier kommen Unternehmen wie Alteric ins Spiel. Wir planen und bauen Windparks. Wir haben schon jetzt etwa 270 Windparks in Betrieb mit einer Gesamtleistung von 2400 Megawatt. Wir beabsichtigen, bis zum Jahr 2030 etwa 3,6 Milliarden Euro in neue Windparks zu investieren. Denn in Deutschland sollen bis zum Jahr 2030 115 Gigawatt Leistung aus Onshore-Anlagen kommen. Ja, aktuell ist ja beim Thema Grünstrom noch jede Menge zu tun. Und wir müssen richtig viel Windkraftanlagen aufbauen, oder? Absolut, Paul. Also für uns bei Alteric bedeuten das einfach jede Menge spannende Projekte. Wir haben gerade auch einige Windparks in Deutschland, die im Aufbau sind. In Niedersachsen bauen wir zum Beispiel gerade 10 Anlagen, in NRW sind es 2, meine ich, und in Hessen 3. Und die sollen alle dieses Jahr noch ans Netz gehen. Ja, also heute so windreiche Tage, die Windkraftanlagen drehen sich, aber das ist ja leider nicht immer so, oder Hanna? Nee, also die stehen tatsächlich auch manchmal still. Das hat unterschiedliche Gründe. Also die Anlagen müssen natürlich auch mal gewartet werden. Sprich, der Techniker muss unten rein und zur Sicherheit werden die Anlagen dann eben abgeschaltet. Aber beispielsweise spielt auch der Naturschutz eine große Rolle. Wir müssen nämlich auch die Fledermäuse schützen. Also es gibt Anlagen, da müssen wir von April bis Oktober, aber nur in der Nacht, wenn die Fledermäuse fliegen, bei bestimmten Wetterlagen die Anlagen abschalten, damit die Fledermäuse eben aktiv sein können. Und hier in Norddeutschland weht bekanntlich starker Wind, steife Brise, manchmal auch einfach zu viel, dass es das Stromnetz nicht mehr aufnehmen kann. Und dann muss die Anlage auch kurz abgeschaltet werden. Aber ein Gutes hat der Regen ja, weil mit dem Wasser und dem überschüssigen Strom können wir richtig gut Wasserstoff herstellen in unseren großen Elektrolyseuren, die wir dann unter der Erde in Kavernen speichern und zu unseren Industriekunden über die Leitung bringen. Wie das genau funktioniert, das zeige ich euch in der nächsten Folge. Vielen Dank schon mal, Hanna. Gerne, Paul. Wenn ihr noch Fragen zur Windenergie habt oder zur Energiewende allgemein, schreibt sie gerne in die Kommentare. Bis bald, euer Paul.